Bibelwoche 2012, 1. Korintherbrief. Ich habe euch am Anfang gesagt, dass man den 1. Korintherbrief ganz grob in 4 Teile einteilen kann. Es gab so die ersten paar Verse, das war so eine Begrüßung und ein Dank. Dann kam ein erster Block, den haben wir gestern abgeschlossen. Da ist Paulus eingegangen auf Berichte, die er gehört hat von Leuten, die bei ihm zu Hause waren und ihm gesagt haben, wie es in Korinth gerade läuft oder auch nicht läuft. Jetzt kommen wir heute zum Teil 3. Den werden wir auch dieses Jahr nicht fertig kriegen. Der geht nämlich von Kapitel 7,1 bis Kapitel 16, Vers 12. Und ihr wisst, wir enden am Sonntag mit Kapitel 10. Und den Rest müsst ihr dann im nächsten Jahr erwarten. Das, was ich heute in 2 Vorträgen mit euch anschauen möchte, ist das 7. Kapitel. Und da kann man oben drüber schreiben, rund um das Thema Ehe. Warum ist Teil 3, also das, was heute anfängt, so besonders? Weil Paulus hier Antworten gibt auf einen Brief mit Fragen. Also was wir uns vorstellen müssen ist, die Korinther haben in der Vergangenheit Paulus einen Brief geschrieben. Kapitel 7, Vers 1, was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt. Diesen Brief, den sie geschrieben haben, kennen wir nicht. Wir kennen so ein Stückchen die Themen, die jetzt im Folgenden kommen. Das sind der Bereich Ehe. Dann geht es um das Thema Jungfrauen, was auch immer das genau sein mag. Das erkläre ich dann im 2. Vortrag. Das Thema Götzenopferfleisch, geistliche Gaben und eine Sammlung, beziehungsweise ganz am Ende geht es auch nochmal um Apollos. Das sind Themen, die in diesem Brief angesprochen werden, den wir nicht haben. Und das macht die Sache tatsächlich kompliziert. Weil nämlich, wenn Paulus hier jetzt auf diesen Brief antwortet und die Fragen der Korinther beantwortet, dann wir einfach nicht genau wissen, wie war die Frage. Wir kriegen nur die Antwort. Und ihr ahnt schon, Je vertrackter die Antwort wird, und Paulus ist nicht dafür bekannt, dass er simple Antworten gibt, umso schwieriger wird es aus der Antwort genau die Frage wieder herauszufinden. Und ohne die Frage weiß man nie so ganz genau, was er eigentlich sagen will. Und deswegen werde ich bei dem Text jetzt immer mal wieder ein bisschen spekulieren müssen, immer mal ein bisschen überlegen müssen, wo könnten denn die Korinther hingedacht haben? Was könnte das Problem der Korinther gewesen sein? Wenn Paulus hier jetzt ein Kapitel lang über Ehe redet, dann macht er eines nicht, und das muss uns ganz, ganz klar sein. Er schreibt keine Abhandlung über christliche Ehe. Das war nie sein Ziel. Er schreibt nicht einen Artikel für Aufatmen, Ethos, Idea, Spektrum, alles, was ich schon immer mal zum Thema Ehe sagen wollte. Sondern er antwortet auf Fragen. Das heißt, handverlesen greift er sich einzelne Aspekte raus und dazu sagt er was. Und den Rest, den lässt er einfach unter den Tisch fallen. Das muss uns deshalb klar sein, weil das ist ein Text, der gerne genommen wird, um sehr grundlegende Aussagen zum Thema Eheseelsorge zu machen. Und es kann sein, dass er dafür nie gedacht war, sondern dass wir hier eigentlich ein Stück Seelsorge vor uns haben, die Paulus praktiziert, und dass wir an diesem Text gut lernen können, wie diffizil das manchmal ist, wenn man zu einer bestimmten Frage eine Antwort geben will. Also fangen wir einfach mal an. Kapitel 7, Vers 1. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt. Und dann geht's in meiner Bibel weiter mit einem So. Dieses kleine Wörtchen So steht nicht in Wirklichkeit da und ich mag es auch nicht. Ich mag es deshalb nicht, weil wenn man den Text so dastehen ließe, wie er jetzt hier dasteht, und ich mag meine Elberfelder Bibel, das muss ich einmal sagen. Ja, sie hat so ihre Macken, aber im Großen und Ganzen mag ich sie. Nur an der Stelle finde ich es ein bisschen unglücklich. Ja. Wenn man das so stehen ließe, wie es da steht, was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Berühren heißt, mit ihr intim zu werden, sie zu heiraten und dann mit ihr zu schlafen. So,
Würde man das so einfach stehen lassen, dann wäre es eine grundsätzliche Absage an die Idee Ehe. Dann würde das bedeuten, es ist besser, ehelos zu bleiben, als zu heiraten. Dann würde das eigentlich bedeuten, wenn du Zölibat lebst, dann bist du der bessere Christ. Und das Verrückte ist, ab dem 2. Jahrhundert aufwärts hat man diesen Text tatsächlich in diese Richtung versucht zu interpretieren und auch dann interpretiert. Weil da kamen andere Strömungen ins Christentum hinein. Da waren tatsächlich dann so Ideen im Raum, Sexualität ist böse, Zölibat ist gut. Da wurden Leute Mönche und haben andere verrückte Sachen gemacht. Ich sage jetzt mal, das ist das, was dieser Text ursprünglich überhaupt nicht wollte. Es ist ein seelsorgerlicher Text, der unglaublich, ihr werdet das merken, unglaublich ausgewogen sein will. Wo Paulus, Apostel, mit der Gnadengabe der Ehelosigkeit ausgestattet, Ehepaaren Ratschläge gibt und auch noch Unverheirateten Ratschläge gibt in eine konkrete Situation in Korinth hinein, von der er selber sagt, um der gegenwärtigen Not willen, wo also die Begleitumstände ihres Lebens gerade sehr schwierig waren. Vielleicht eine Hungersnot, vielleicht irgendwas anderes. Wir wissen das nicht ganz genau. Und deswegen möchte ich anstelle des so einen Doppelpunkt setzen. Und ich bitte euch, da einfach mal mitzumachen. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, Doppelpunkt. Und jetzt kommt das Thema. Und das Thema würde dann lauten, das ist die Vorgabe der Korinther, das ist ihre Meinung. Und ihre Meinung ist, es ist gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Erinnert ihr euch, wo wir gestern aufgehört haben? Paulus muss den Männern sagen, wenn ihr regelmäßig Umgang mit Prostituierten habt, das ist nicht in Ordnung. Vielleicht habt ihr euch gestern schon die Frage gestellt, wie kommen die eigentlich auf den Gedanken? Also das ist ja sonnenklar, dass das irgendwie nicht passt. Wie kommen die auf, warum machen die das? Mir scheint, dass in Korinth nicht nur die einen gesagt haben, ist egal, wie ich mit meinem Körper umgehe, sondern dass auch eine falsche Vorstellung von Geistlichkeit vorherrschte. Und in dieser falschen Vorstellung hat man den Körper in einem doppelten Sinn missachtet. Zum einen, die einen haben gesagt, du kannst machen, was du willst. Und die anderen haben gesagt, naja gut, aber Sex in der Ehe ist bestimmt nicht mehr geistlich. Also ja, da müssen wir mit aufhören. Wir wollen auf eine höhere Stufe. Und es scheint so zu sein, als hätten Ehepaare einfach aufgehört, miteinander intimen Umgang zu haben. Warum auch immer. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn wir diese Hypothese einfach mal durchspielen, ja, was das bei Männern macht, ja, und wozu die dann fähig werden. Und vielleicht ist das der Hintergrund, den Paulus jetzt versucht zu knacken. Und sein Argument geht genau in diese Richtung. Er sagt, wenn ihr diese These habt, wenn ihr sagt, geistlich sagt, ja, anscheinend von der Kanzel gepredigt, es ist gut, nicht miteinander zu schlafen, dann würde er kontern, Vers 2, aber um der Unzucht willen habe jeder seine eigene Frau und jeder habe ihren eigenen Mann. Wörtlich steht hier nicht Unzucht, sondern Unzuchten, das ist der Plural. Also, weil es so viele Fälle gibt, wo ihr ganz offensichtlich zeigt, dass ihr das gar nicht aushaltet, denkt doch mal nach. Ist es nicht besser und richtiger, dass, wenn Leute miteinander verheiratet sind, wir Umgang haben, intimen Umgang haben mit unserer eigenen Frau, mit unserem eigenen Mann? Und Paulus bringt hier gegen die These der Korinther, die sagen, es ist gut, nicht miteinander zu schlafen. Er sagt, Vers 3, und was er jetzt macht, ist fantastisch. Es ist deshalb fantastisch, weil es den Menschen in seiner Menschlichkeit, in seiner Geschöpflichkeit völlig ernst nimmt. Also Gott nimmt durch den Apostel unsere Hormone ernst, unsere Sehnsüchte ernst. Und Paulus sagt, und es gibt echt Gebote in der Bibel, die sind einfach schön. Der Mann leistet der Frau die eheliche Pflicht. Jetzt wirst du sagen, eheliche Pflicht ist echt ein merkwürdiges Wort dafür, dass zwei richtig viel Spaß miteinander haben. Stimmt, ich mag trotzdem, dass es hier steht.
Ich mag es deshalb, weil es bringt etwas sehr schön zum Ausdruck. Also eheliche Pflicht, Verpflichtung, ja, wechselseitige Verpflichtung. Ich glaube, dass es in einer Ehe Zeiten gibt, wo dieses Wort tatsächlich mal in dieser Form passt. Also ich wünsche allen jederzeit immer Lust und Leidenschaft, ja, geschenkt. Aber es gibt manchmal Momente, da ist die Lust so ein bisschen verbuddelt unter einem vollen Arbeitstag oder Kindergeschrei oder der Tatsache, dass man morgens früh wieder raus muss. Keine Ahnung. Und wenn dann, das Prinzip lautet, wenn einer möchte, wollen beide. Wenn dann der eine will, dann kann das schon mal sein, dass der andere ein bisschen mehr an eheliche Pflicht als an eheliches Vergnügen denkt. Und Paulus sagt, ja, genau so ist es richtig. Wenn einer möchte, dann bitte macht das. Und er unterstreicht das nochmal in Vers 4. Die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib. Und dieses Wort verfügen hier, das ist dasselbe Wort, was wir in Kapitel 6 gelesen haben, über, ich will mich von nichts beherrschen lassen. Das ist dasselbe Wort. Also er sagt, wir wollen uns nicht beherrschen lassen von einer Prostituierten, die hat keinen Zugriff auf unser Leben. Sondern, was uns beherrscht, was tatsächlich ein Verfügungsrecht auf mich hat, das ist meine Frau. Und umgekehrt, worauf ich ein Verfügungsrecht habe, das ist der Körper meiner Frau. Und das hört sich komisch an, ich weiß, ich lese es mal vor. Die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Wenn ein Mann sagt, ich möchte heute meine Frau genießen, und es gibt Gründe, warum man das nicht tun sollte, ja, ich lasse jetzt mal fette Migräne und Menstruation außen vor, aber so als generelles Prinzip, dann darf er sie genießen. Und Gott ist dafür. Und Gott sagt, es ist klug, so zu leben. Ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Also wenn die Frau sagt, du Schatz, ich brauche mal ein bisschen kuscheln, und wir wissen alle, dass es da Unterschiede gibt, ja, also wie wir kuscheln füllen, aber ist ja auch egal. Also wenn die Frau sagt, ich muss mal ein bisschen kuscheln, ich brauche einfach mal so ein bisschen Nähe, dann sagt sie das und der Mann sagt nicht, sondern der Mann sagt, na klar, ja, nimm, gehört dir. Ja? Also wir sind so ein großer, beweglicher, naja, gut, also das ist die Idee. Ja, die Frau sagt, ich will kuscheln und der Mann sagt, hier bin ich. Der Mann sagt, ich will kuscheln, die Frau sagt, hier bin ich. Das ist die Idee. Und es hört sich so platt an. Aber ich glaube, dass darin unendlich viel Weisheit steckt. Also wenn ich mir überlege, an welchen Stellen ich Probleme vermute in christlichen Ehen, das steht zusammen mit mangelndem gemeinsamen Gebet auf eins. Ich weiß, das klingt ein bisschen frech und vielleicht ist bei euch wieder alles anders, aber meine Erfahrung ist, fragt man wirklich mal nach. Und ich habe dieses Jahr an Valentinstag ERF. Die haben eine Homepage, also erf.de, und die haben unseren Crashkurs Leidenschaft vorgestellt. Der kam als Modul für den Bible-Workshop raus und haben halt geschrieben, ach, hier gibt's was zum Thema Hohelied und zum Thema Leidenschaft. Und da hat eine Frau einen Kommentar drunter geschrieben. Und sie hat geschrieben, warum muss Gott jetzt auch noch Leidenschaft von mir fordern? Ich bin über 40, fast ein Vierteljahrhundert mit meinem Mann verheiratet. Und ich kenne gläubige und ungläubige Leute. Und ich kann sagen, ich kenne in meinem Bekanntenkreis niemanden, wo im Bett noch irgendwie ein Feuerwerk abbrennt. Und ich habe das gelesen und dachte sofort, wie traurig, dass ich das als negativen Anspruch an mein Leben empfinde, ja, wie eine Last, die Gott auf mein Leben legt. Jetzt muss ich auch noch leidenschaftlich sein. Ja, also das gruselt mich schon, weil das Gottesbild, was dahinter steht, für mich gruselt. Aber dann dieser Aspekt, ich kenne niemanden mehr, und da denke ich, ja, ich glaube, da ist was Wahres dran. Ich glaube, wir haben da diesen Text in der Kirchengeschichte vielleicht auch in unserem Jahrhundert mit einer falschen Brille gelesen. Das ist ein Gebot. Du sollst nicht töten,
du sollst nicht stehlen, entzieh dich nicht. Und es ist eine Aufforderung zu guter ehelicher Kommunikation. Schatz, ich hätte das jetzt gern. Und es ist eine Aufforderung, gemeinsam Sexualität zu entwickeln. Über Jahre und Jahrzehnte, und ich bin jetzt auch knapp so ein Vierteljahrhundert fast verheiratet, ich weiß, es braucht Jahrzehnte, um eine wirklich entspannte, leidenschaftliche, tiefe Sexualität zu entwickeln. Wo man genug über Fehler miteinander gelacht, ja, und genug gute Zeit miteinander erlebt hat, um irgendwo in so etwas sehr Entspanntes und Nettes reinzurutschen. Ja. Aber ich wünsche mir, dass das passiert. Und ich glaube, dieser Text fordert uns dazu auf, diese Seite unserer Geschöpflichkeit wirklich ernst zu nehmen und nicht in so eine falsche Vergeistlichung abzurutschen und zu sagen, wir sind ja Christen. Wir sind so extra heilig. In unserem Leben spielt das, dieses Fleischliche, ja? In unserem Leben spielen Feuchtgebiete eine untergeordnete Rolle. Vorsicht, der Text geht wirklich in eine nüchtern andere Richtung. Und hier spricht ein Single, soweit wir wissen, ja? Paulus als Single mit Seelsorgeerfahrung sagt, ich rate euch an der Stelle nicht zu schnell Nein zu sagen. Überlegt ihr das nochmal. Entzieht euch einander nicht. Vers 5. Es sei denn, es gibt Ausnahmen. Logisch. Und was er jetzt sagt, ist nach Vers 6 ein Zugeständnis, kein Befehl. Er sagt in Vers 6, dies aber sage ich als Zugeständnis. Er sieht diese übergeistlichen Korinther, die am liebsten ganz drauf verzichten würden. Und deswegen geht er ihnen ein Stück entgegen. Aber da, Achtung, das ist kein Befehl, das ist nicht etwas, was ich will, was ich anordne als Apostel. Das ist nur ein Zugeständnis. Es sei denn, zwei Einschränkungen. Nach Übereinkunft, eine Zeit lang, damit ihr euch dem Gebet widmet. Also nach Übereinkunft, man redet miteinander. Es ist nicht einer, kommt nach Hause und sagt, ich habe jetzt mal entschieden, 3 Tage gibt's nichts, sondern man redet miteinander. Und dann ist das zeitlich begrenzt. Es ist nicht open end. So, ich weiß auch nicht, wann ich mal wieder mit dir. Nee, da redet man drüber. Und warum? Damit ihr euch dem Gebet widmet. Also, wenn du sagst, es gibt geistliche Verpflichtungen, die sind mir oder uns jetzt, uns ist besser, die sind uns jetzt mal wichtiger. Und Gebet kann stehen natürlich für Gebet, aber genauso gut kannst du alles Mögliche einsetzen. Vielleicht bist du auf einer Jungschar-Freizeit, okay? Und denkst dir, das ist aber auch schade, ich fahre auf die Jungschar-Freizeit und meine Frau bleibt zu Hause. Redet miteinander drüber. Wie geht's euch damit? Ist es wirklich gut, getrennt zu sein? Wie lange halten wir das aus? Redet drüber. Es wird nicht einfach mit Sexualität auf eine dumme Weise rumgespielt. Sex in der Ehe ist kein Mittel, um den Partner zu bestrafen oder zu belohnen. Wir reden nach Übereinkunft und es ist begrenzt, eine Zeit lang, für geistliche Dinge, damit ihr euch dem Gebet widmet und dann wieder zusammen seid. Deswegen ist es gut, wenn man getrennt ist, ganz bewusst auch zu sagen, wenn wir wieder zusammen sind, nach einer längeren Trennung, da reservieren wir uns Zeit für Zweisamkeit. Das ist nicht blöde. Oder habt ihr mal drüber nachgedacht, ich kann das ja einfach freimütig sagen, nach der letzten OBS, da sind wir nicht gleich nach Berlin gefahren, sondern erstmal nach Bamberg. Warum Bamberg? Naja, zum einen, weil meine Frau gerne Bamberg anschauen wollte, aber auch, weil es da in der Nähe ein kleines Landhotel gibt, wo wir uns 2 Tage eingemietet haben. Ja, also OBS klingt irgendwie nicht nach sexueller Leidenschaft, richtig, ja? Das klingt nach Outdoor-Bibelschule, ja? Und dann braucht man danach einfach wieder irgendwie, zeitlang, Gebet, Schnitt, zusammen sein. Und das muss man einfach nüchtern, seid nüchtern an der Stelle. Ihr seid nicht so geistlich, dass ihr einfach drauf verzichten könntet. Und Paulus sagt das auch. Warum? Damit der Satan euch nicht versuche. Solche Gelegenheiten, wo man innerlich quasi verreckt vor Hormonüberschuss, vor Sehnsucht, wo alles Mögliche an der Gedankentür klopft, die nutzt der Teufel. Und deswegen sei nüchtern, bitte sei nüchtern. Da sagt Paulus in Vers 7, als einer, der selber Single ist.
und der seinem Single-Dasein viel abgewinnen kann. Ich wünsche, schreibt er, ich wünsche aber, alle Menschen wären wie ich. Und das klingt erstmal so, als würde er sagen, ich möchte, dass alle unverheiratet sind. Und wie gesagt, er kann dem etwas abgewinnen. Aber doch, sagt er, jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott. Der eine so, der andere so. Wenn du die Gnadengabe hast, deine sexuellen Wünsche, deine sexuelle Sehnsucht gut zu verarbeiten und ohne Partner durchs Leben gehen zu können, dann nutzt es. Solche Leute haben mit den entsprechenden Begabungen unendlich Chancen, etwas im Reich Gottes zu bewegen. Die können an Stellen arbeiten, die können Zeit ins Reich Gottes investieren, die ein Verheirateter nie hat. Aber wenn du das nicht hast, wenn du diese Gnadengabe nicht hast, dann sei nüchtern und dann heirate. Und wenn du dann verheiratet bist, dann kümmere dich darum, dass du mit deinem Partner auch richtig, auf intime Weise richtig umgehst. Was Paulus jetzt macht, ist, er geht durch verschiedene Gruppen von Menschen. Er fängt mit den Unverheirateten an, dann kommen verheiratete Christen und dann kommen Pärchen, wo der eine gläubig ist und der andere nicht gläubig. Anscheinend sind zu allen diesen Gruppen Fragen gestellt worden und ich schaue mal an, was er da sagt. Ich sage aber den Unverheirateten und den Witwen. Erste Gruppe, nicht verheiratet. Es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Ja, Paulus ist schon klar. Ja, heiraten ist nett, aber es ist nicht Pflicht. Du musst nicht heiraten. Und Paulus kann seinem Single-Dasein viel abgewinnen. Mehr als man sich das heute so vorstellen kann. Es ist gut. Du hast Chancen. Wenn sie sich aber nicht enthalten. Das Können steht auch nicht im Grundtext da. Ja, es ist also anscheinend so, dass in der Gemeinde Leute zwar nicht heiraten, aber sie merken, sie kommen auch nicht ohne aus. Also wenn da eine Not da ist, wenn jemand merkt, ich habe die Gnadengabe nicht, was soll der machen? Wenn sie sich aber nicht enthalten, so sollen sie heiraten. Schön, ne? Das ist ganz simpel. Manchmal wünschte ich mir, es wäre so einfach. Manchmal wünschte ich mir, jemand, der sich einen Partner sucht, hat gleich einen, ja, so nach dem Motto, hab die Gnadengabe nicht, wo ist mein Partner? Ha, da ist er und dann nehme ich ihn. Das würde ich mir wünschen. Meine Frau würde sie hier vorne stehen, würde wahrscheinlich an der Stelle kurz einen Exkurs machen über junge Leute und ihre Ansprüche an den zukünftigen Partner, die uns manchmal ein bisschen zu hoch gesteckt erscheinen. Ich erspare mir das. Wünsche aber allen jungen Unverheirateten hier, dass sie klug sind, sich einen lieben Partner zu suchen, wenn sie merken, dass es ohne nicht geht. Dass sie früh damit anfangen, weil die Guten werden schnell weggeheiratet. So sollen sie heiraten, denn es ist besser zu heiraten, als vor Verlangen zu brennen. Ja, also bevor ich irgendwie meine Hormone nicht in den Griff kriege, heiraten. Und Gutes. Jetzt geht er einen Schritt weiter. Und die nächste große Gruppe, zu der er etwas sagt, das sind die Verheirateten. Und er gebraucht eine ganz interessante Formulierung. Er sagt, den Verheirateten aber, und hier sind erst einmal Christen, verheiratete Christen gemeint. Ja, also Pärchen, beide gläubig. Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr. Schöne Formulierung. Was will Paulus damit sagen? Er will sagen, im Blick auf das Zusammensein von Gläubigen in einer Ehe gibt es Aussagen, die der Herr Jesus gemacht hat und die ich eins zu eins übertragen kann. Wir werden nachher sehen, dass es seelsorgerliche Fälle gibt, zu denen der Herr Jesus nichts gesagt hat und wo man dann quasi selber sich einen Kopf machen muss. Beziehungsweise vielleicht hat es auch Paulus für einen getan. Hier, in dem Fall, ist ganz einfach. Wie sollen Gläubige miteinander umgehen, wenn im Raum steht, dass die Ehe aus falschem geistlichen Erwägen heraus gering geachtet wird? Also wenn Leute anfangen zu überlegen, sollten wir die Ehe vielleicht auflösen? Weil unverheiratet sein vielleicht geistlicher ist, nicht mehr miteinander zusammen sein vielleicht besser ist. Wenn solche Fragen im Raum stehen,
Bin ich der bessere Christ, wenn ich nicht verheiratet bin? Da sagt Paulus Folgendes: Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr. Und ihr könnt das nachlesen in Markus 10 oder in Matthäus 19, wo Jesus vor dem Hintergrund, wann darf ich mich scheiden lassen, etwas ganz Grundsätzliches zur Ehe sagt. Er sagt, Ehe ist unauflöslich. Da gehören zwei zusammen und das, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und dieses Prinzip, das wiederholt Paulus hier. Was Paulus nicht macht, er sagt nicht, was auch Jesus gesagt hat, dass an anderer Stelle steht, es gibt da einen legitimen Scheidungsgrund, den nennt Jesus Unzucht. Den wiederholt er hier nicht. Und ich kann euch nicht sagen, warum. Die naheliegende Antwort wäre aber, weil es einfach egal ist. Es ist nicht Thema. Die Frage wird anders lauten. Und deswegen geht er ein auf das Grundsätzliche. Und das Grundsätzliche in einer christlichen Ehe ist ihre Unauflösbarkeit. Dass es vielleicht irgendwo noch einen Bubbel gibt, wo man sagt, ja, da gibt es noch eine blöde Ausnahme. Das ist nicht unser Thema hier. Und es ist wichtig, dass man das versteht. Wir stecken hier mitten in einer seelsorgerlichen Erörterung. Es ist keine Abhandlung über Ehe und Ehescheidung und so weiter. Es wird gerne mit dem Text gemacht, nur das ist er nicht. Was sagt er? Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht vom Mann scheiden lassen soll. Punkt. Bist verheiratet, bleib verheiratet. Sehr simpel. Wenn sie aber doch geschieden ist, also wenn sie einfach, und diese Begriffe Scheidung hier, bitte, ihr habt im Hinterkopf Ehescheidung, wie das bei uns läuft, Trennungsphase, Gericht, offiziell, das war damals ein bisschen entspannter. Ja, man konnte das auf so eine offizielle Weise machen, man konnte auch einfach ausziehen und nach einer Weile war man geschieden. So, das römische Recht ist da sehr, sehr flexibel, wenn es darum ging, Ehen aufzulösen. Also wenn da zwei auseinandergezogen waren oder wenn zwei sich getrennt hatten, dann sagt Paulus, so bleibe sie unverheiratet. Also wenn zwei auseinandergegangen sind, wo beide gläubig sind, und jetzt mache ich eine Einschränkung, und es liegt keine Unzucht vor, weil hier geht es um einen anderen Hintergrund, hier geht es darum, aus geistlichen Gründen auseinanderzugehen, dann bleibe unverheiratet. Oder versöhne dich mit dem Mann. Anscheinend sind sie nur so weit getrennt, dass sie nicht wieder neu heiraten müssen. Das ist komisch, aber das System greifen wir nicht genau. Ja, wir würden vielleicht heute von getrennt leben und noch nicht von geschieden sprechen. Aber es ist klar, in dem Moment, wo die nicht mehr beieinander sind, Paulus sagt, versöhne dich. Und umgekehrt gilt, dass ein Mann seine Frau nicht entlasse. Und wenn ich sehr platt sagen darf, in einer christlichen Ehe haben beide die Pflicht, daran zu arbeiten, dass das funktioniert und dass man zusammenbleibt und alles dafür zu tun. Das ist die Idee. Und das war bei den Korinthern anscheinend nicht mehr so klar. Da haben die Gepflogenheiten der Welt Einzug gehalten in Gemeinde. Und ich finde, das ist eine Botschaft, die ist heute wieder ganz aktuell. In meinem engeren Bekanntenkreis zerbrechen gerade zwei oder drei Ehen und ich könnte heulen. Ich könnte einfach heulen, weil das tolle Leute sind, die ich echt mag. Und manchmal wünschte ich mir, man könnte ihnen so einen Vers einfach um die Ohren hauen. Und ich stehe manchmal hilflos davor, hilflos vor Ehen, die zerbrechen, weil ich weiß, dass die Grundregel einer glücklichen Ehe einfach missachtet wurde. Und die Grundregel einer glücklichen Ehe ist, lass dir helfen, solange deine Probleme klein sind. Oder mit den Worten des Hohelieds, fangt uns die kleinen Füchse. Jedes Ehepaar, was mich zu einer Hochzeit einlädt und ich gehe hin, und dann gibt es ja immer so nach der Trauung, ja, Kirche, ja, da gibt es so eine lange Schlange und du stellst dich dann da auch an, irgendwann stehst du vor dem Brautpaar, darfst einmal knutschen und Hände schütteln und was wünschen. Ich schenke jedem Ehepaar genau dasselbe. Ich sage, wenn ihr merkt, in eurer Ehe, dass es anfängt zu kriseln, lange bevor es schwierig wird, wir schenken euch
eine Fahrt nach Berlin, egal wo ihr wohnt. Besucht uns. Kommt vorbei, solange eure Probleme klein sind. Und lasst euch helfen. Ist aus den kleinen Füchsen erstmal der Monsterwolf geworden, der eh alles zerbeißt, hast du keine Chance mehr. Ein Tipp am Rand, steht nicht hier im Text. Hier steht, mach alles, damit du zusammenbleibst. Warum? Ich hasse Scheidung, steht in Maleachi 2. Wo Ehen zerbrechen, da ist Gott traurig. Da sind Menschen traurig, Kinder traurig. Und deswegen lasst uns an der Stelle dieses Ideal hochhalten. Was ist aber, wenn die Konstellation anders aussieht? Was ist, wenn jemand zum Glauben kommt und sein Partner ist ungläubig? Gilt dann das Prinzip auch, an der Ehe festhalten, so lange wie irgend möglich? Gilt dieses Prinzip auch für die Ehe gläubig-ungläubig? Wenn der Text, der jetzt kommt, nicht hier stehen würde, hätte ich mich nie gewagt, das zu denken, was hier steht. Aber Paulus sagt, den übrigen aber, und das sind jetzt die Verheirateten, einer gläubig, der andere ungläubig, den übrigen aber sage ich, nicht der Herr. Achtung! Das heißt nicht, dass das nicht mehr Gottes Wort wäre. Das heißt nicht, dass das nicht mit apostolischer Autorität gesprochen ist. Das heißt nicht, dass das weniger wert ist als das, was Jesus gesagt hat. Nur, wenn du bei Jesus nachschaust, finde ich für den Fall, gläubig, ungläubig, finde ich ein Jesuswort, was ich anwenden kann auf diesen seelsorgerlichen Fall. Dann sagt Paulus, gibt's nicht. Warum gibt es das nicht? Weil zu der Zeit, wo Jesus gelebt hat und an dem Ort, wo er gelebt hat, gehörten immer zwingend Mann und Frau zum Bundesvolk Gottes. Sie waren beides Juden. Die waren das von Geburt an. Die haben sich das noch nicht mal ausgesucht. Deswegen der Fall, ein Jude heiratet einen Nichtjuden, das war nicht da. Das war, ja, dazu konnte Jesus in dem Sinn nicht sagen, dass einer zum Bundesvolk gehört und der andere nicht. Wenn du das im Alten Testament verfolgst, da hat man Ehen aufgelöst. So, jetzt passiert das aber im neuen Bund, wo wir nicht mehr durch Geburt Teil des Bundesvolkes werden, sondern durch den Glauben. Und der Glaube, das ist etwas, was wir als denkende Erwachsene ergreifen. So, und jetzt vielleicht in einem Stadium, wo wir schon verheiratet sind. Jetzt habe ich den Fall, der eine ist gläubig und der andere nicht. Was mache ich denn jetzt? Gilt jetzt Maleachi 2? Gott hasst Scheidung, halte fest, egal was kommt. Muss ich das auflösen, so wie die Mischehen im Alten Testament aufgelöst worden sind? Was mache ich denn jetzt? Und in diese Situation hinein sagt Paulus, Jesus hat dazu nichts gesagt, ich habe kein Wort des Herrn, aber ich sage was dazu. Als Apostel, als einer, wie er am Ende von dem ganzen Kapitel dann sagen wird, der den Geist Gottes hat. So, was sagt er? Wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und sie willigt ein, bei ihm zu wohnen, so entlasse er sie nicht. So, ich muss das erklären. Einwilligen, der Begriff, bedeutet, dass die beiden sich zusammensetzen und sie sagt, es gefällt mir, weiterhin mit dir zusammen zu leben. Es ist mehr als nur eine passive Zustimmung. Hintergrund ist, wenn einer gläubig wird in dieser Zeit, heißt das für die Familie auch im schlimmsten Fall Verfolgung, Ausgrenzung, Not, Vertreibung und so weiter. Das heißt, der Gläubige redet mit dem Ungläubigen und sagt, sag mal, kommst du damit klar, dass ich jetzt meinen Glauben leben will? Die beiden setzen sich hin und überlegen zusammen, was heißt das für uns? Was machen wir von heute an anders? Die reden miteinander. Und der ungläubige Teil muss einwilligen, bei ihm zu wohnen. Das heißt einfach, weiter mit ihm die Ehe zu führen. Und wenn das so ist, wenn du eine Frau hast, die sagt, ja, ich verstehe nicht, warum du zum Glauben gekommen bist und ich kann mit dem Glauben noch nichts anfangen, aber die praktischen Auswirkungen des Glaubens,
von mir aus, dass wir die Einkommensteuererklärung jetzt wahrheitsgemäß ausfüllen. Okay. Ja. Dass du am Sonntag in den Gottesdienst gehen willst. Naja, okay. Ja, warum nicht? Ja. Dass die Kinder mal zum Solar fahren sollen. Ne? Wunderbar, machen wir. Ja. Also, wo sie sagt, ja, Grund, ich bin damit einverstanden. Dann gibt es keinen Grund, sie zu entlassen. Es ist kein legitimer Scheidungsgrund. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat und er willigt ein, bei ihr zu wohnen, entlasse den Mann nicht. Merkt, wir sind hier im römischen Recht. Da konnten die Frauen auch die Männer entlassen. Das ist im jüdischen Recht ein bisschen anders. Deswegen gibt es Unterschiede zwischen Matthäus und Markus in der Überlieferung des Textes rund um Ehe. Aber hier an der Stelle ist klar, wenn das so ist und dein Mann sagt, okay, ich habe kein Problem damit, dass Dinge jetzt anders laufen. Mach mal. Bin einverstanden. Entlasse ihn nicht. Warum? Denn der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt. Man hätte ja denken können, dass die Frau durch den ungläubigen Mann verunreinigt wird. Aber es ist genau andersrum. Paulus sagt, wenn einer gläubig ist, heiligt er den anderen. Das heißt nicht, dass er gerettet ist. Aber das heißt, dass er unter einen heiligenden Einfluss gerät. Heilig sein heißt für Gott beiseite gesetzt sein. Da gehört etwas zu Gott. Die Stiftshütte war heilig. Ja, es war das Zelt für Gott. So, ich bin heilig. Die gläubige Frau oder der gläubige Bruder ist Tempel, heiliger Tempel Gottes. So, und sein ungläubiger Partner lebt im Schatten dieses heiligen Tempels und bekommt etwas von der heiligen Beziehung des Gläubigen zu seinem Gott ab. Und das kann Verschiedenes sein. Das kann da anfangen, wo der Gläubige für den Ungläubigen betet, wo der Gläubige weise Entscheidungen trifft auf der Basis von Gottes Wort, wo er Erfahrungen macht mit Gott, wie Gott die Familie führt. Punkt, Punkt, Punkt. Und auf eine sehr geheimnisvolle Weise ist der ungläubige Partner ein Stückchen heiliger als der durchschnittliche Ungläubige. Er ist irgendwie ein Stückchen dichter an Gott schon dran, weil er diesen Partner hat, der ihm Gott lieb und nahe macht. Denn der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt und die ungläubige Frau ist durch den Bruder geheiligt, egal wie rum. Sonst wären ja eure Kinder unrein. Also wenn man das andersrum denken würde, dann müsste man ja sagen, die Kinder sind Bastarde. Die sind in einer Beziehung gezeugt worden, die vor Gott keinen Bestand hat. Aber Paulus sagt, die Beziehung hat Bestand. Das ist eine echte Ehe, die vor Gott gilt. Nun aber sind sie heilig. Also genauso wie der Mann oder die Frau, die ungläubig ist, der ungläubig ist, geheiligt wird, werden auch die Kinder geheiligt. Das heißt immer noch nicht, dass die Kinder gerettet sind. Aber ihr versteht sehr gut, in jeder Beziehung ist es so, dass unsere Kinder ein absolutes Glaubensprivileg haben. Überlegt mal, wie viel leichter es ein Kind hat, aus einer gläubigen Beziehung heraus zum Glauben zu finden, wie aus einer ungläubigen Beziehung heraus. Das ist ein Riesenunterschied. Und Paulus sagt, das ist ein Wert, den wollen wir erstmal festhalten. Wenn aber, und jetzt kommt das seelsorgerliche Element, wenn aber der Ungläubige sich scheidet, das heißt nicht, der Ungläubige läuft zum Scheidungsanwalt und reicht die Scheidung ein. Das macht man gerne draus. Aber scheidet hier steht im Gegensatz zu dem, was vorneweg gesagt wurde, willigt ein, bei ihr zu wohnen. Also wenn der Ungläubige sagt, ich möchte nicht unter diesen Konditionen mit dir leben. Und das kann er durch Passivität genauso zum Ausdruck bringen, wie dadurch, dass er wegläuft. Wenn er das nicht will, wenn aber der Ungläubige sich scheidet, so scheide er sich. Dann kannst du ihn ziehen lassen. Wenn er sagt, ich will nicht, dann ist das Nein des Ungläubigen zu der Ehe. So, was heißt das jetzt? Ein ungläubiger Mann ist nicht einverstanden damit, dass ich jetzt als Christin leben will. Muss ich mit allem, auf Biegen und Brechen an dieser Ehe festhalten? Oder kann ich ihn ziehen lassen? Mit anderen Worten,
gibt es neben dem Scheidungsgrund Unzucht, den Jesus anführt, gibt es daneben einen zweiten legitimen Scheidungsgrund. Die Unwilligkeit des ungläubigen Partners, sich zu trennen. Und Paulus sagt ja. Er sagt, der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht geknechtet. Oder man könnte geknechtet auch übersetzen mit wie ein Sklave gebunden. Du kannst diese Ehe auflösen. Du kannst sagen, wenn der andere nicht will, gut. Versteht ihr die Spannung, in der wir uns drin bewegen? Zwischen zwei Extremen kommt der seelsorgerliche Rat eines Paulus in diese Situation der Korinther. Und er sagt, auf der einen Seite, leichtfertige Scheidung, lass es sein. Wenn der mit dir die Ehe leben will, lebe sie mit ihm. Er ist geheiligt, denn die Kinder sind geheiligt. Probier's. Du gibst deine Ehe nicht leichtfertig auf. Auch wenn es da vielleicht diese hübsche, junge, engagierte Schwester in der Gemeinde gibt, die auch noch Single ist. Die dir eigentlich besser gefällt als deine Frau, die noch ungläubig ist. Du gibst nicht leichtfertig auf. Auf der anderen Seite, du hängst auch nicht sklavisch dran, dass du dich von deinem ungläubigen Partner und dass du dich von ihm abhängig machst. Und dass er letztlich mit seinem Verhalten dein Leben definiert und die Grenzen für deine Wirksamkeit in Gottes Reich bestimmt. Beides wäre falsch und wir gehen in der Mitte durch. Das ist Seelsorge. Und vielleicht ist das an der Stelle gut, das nochmal zu sagen. Seelsorge findet immer in einem Spannungsfeld statt. Seelsorge hat, soweit ich das sagen kann, eigentlich immer mit Einzelfallentscheidungen zu tun. Fast kein Seelsorgefall ist so wie der andere. Seelsorge hat immer damit zu tun, dass man abwägen muss zwischen verschiedenen Schutzzielen. Bitte seid nicht überrascht, wenn eine Leiterschaft mal eine seelsorgerliche Entscheidung trifft, wo du sagst, Mann, das ist aber, ja, kann man das noch vertreten? Ich kenne viel seelsorgerliche Entscheidungen als Leiter, wo man mit Augenmaß überlegen muss, was ist hier jetzt richtig? Und dann zu einer Entscheidung kommt und betend und ringend diese Entscheidung vor Gott verantwortet. Seelsorge findet immer in dem Spannungsfeld statt zwischen. Auf der einen Seite gibt es eine absolute Ethik. Es gibt Gebote, die stehen da erstmal. Auf der anderen Seite gibt es so ein zweiter Pol. Es gibt Weisheit. Ich nenne das mal eine Situationsethik. Und dann gibt es drittens noch das Gewissen der Betroffenen. Das ist so eine Art persönliche Ethik. Und in diesem Spannungsfeld, was der eine persönlich denkt, wie es ihm persönlich geht vor Gott, was Gott grundsätzlich sagt und was weise ist, in diesem Dreigestirn, in diesem Spannungsfeld werden jetzt Entscheidungen gefällt für das Leben von Menschen. Und das Spannende ist, dass Gott an dieser Stelle ein Prinzip einsetzt und dieses Prinzip lautet, zum Frieden hat uns Gott doch berufen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir gedanklich Gott als den sehen, der in schwierigen Situationen eher noch eine Kohle drauflegt. Der von uns verlangt, tougher zu sein, härter zu sein, geradliniger zu sein, erfolgreicher, effektiver. Und hier ist ein Punkt, wo Paulus als Seelsorger ganz nüchtern sagt, wenn du in so einer Beziehung drin bist, sei nüchtern. Vers 16. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann erretten wirst? Oder was weißt du, Mann, ob du die Frau erretten wirst? Bitte sei nicht übergeistlich. Bete, triff eine Entscheidung. Aber für Gott ist der Friede in deinem Leben, dass du ein friedvolles Leben führen kannst. Für Gott ist das ein höheres Schutzziel, als dass du hoffend und bangend an einer Ehe festhältst, die dich kaputt macht. Und das muss man erstmal verdauen, dass das so hoch hängt, dass mein persönlicher Friede Gott so wichtig ist. Punkt. Pause. Paulus wird das große Thema Ehe kurz unterbrechen. Und er wird etwas zwischenschieben, was ich überschrieben habe für mich mit
Lebe deine Berufung. Man kann sich ja die Frage stellen, wenn ich so verheiratet, unverheiratet bin oder wenn ich überhaupt in Lebensumständen drinstecke, wo ich manchmal gar nicht so die Möglichkeiten habe, meine Lebensumstände völlig zu beeinflussen. Ich habe mir ja nicht ausgesucht, in welche Familie ich hineingeboren werde, in welchem Land ich zur Welt komme, ob meine Eltern gläubig sind oder ungläubig. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Wie passt eigentlich so diese Unterschiedlichkeit von Leben, wie passt das eigentlich in diese große Idee hinein, dass Gott uns zum Frieden berufen hat? Paulus ist einer, der seine Briefe diktiert, und mein Eindruck ist, dass er hier mal kurz abschweift. Und bevor er dann das Thema wieder beim Thema Ehe aufsetzt, das macht er weiter unten dann, ab Vers 25, da schiebt er einen Gedanken dazwischen. Und dieser Gedanke heißt, lebe deine Berufung. Ich mag diesen Text. Ich mag ihn deshalb, weil er kann unglaublich entspannend wirken. Vers 17, doch wie der Herr einem jeden zugeteilt, wie Gott einen jeden berufen hat, so wandle er. Wenn du zum Glauben kommst, dann ist die Berufung Gottes ein prinzipielles Ja Gottes zu deiner Lebenssituation. Wir denken, glaube ich, in Gemeinden oft folgendermaßen. Wir sagen, wenn ich zum Glauben komme und ich bin, sagen wir mal, in einer einfachen Arbeiterfamilie zum Glauben gekommen und ich komme so in eine durchschnittliche deutsche Brüdergemeinde, da gibt es wenig Arbeiter, da gibt es dann mehr so Leute, die eigentlich, also ich kenne das so, eher tendenziell Akademiker auch sind, dann ist so ein Trend da nach der Bekehrung, das alte Leben und auch das alte Lebensumfeld hinter sich zu lassen. Es findet ein Prozess statt, dass sich Menschen der Gemeinde angleichen. Das geht manchmal bis in den Bereich der Äußerlichkeiten hinein, wo es Führungsfiguren gibt oder Führungsfamilien gibt, die mit ihrem Auftreten eine ganze Gemeinde prägen können. Wir waren mal zu einer Freizeit eingeladen und ich erzähle das immer ein bisschen schmunzelnd, soll jetzt überhaupt nicht abwertend sein, das soll nur etwas illustrieren. Da hatten alle Frauen Birkenstock-Sandalen, einen Glockenrock, eine weiße Bluse und so eine Windel um. Alle. Und meine Frau kam sich ganz verloren vor auf dieser Freizeit. Und dann weißt du irgendwann, ja, da gab es ein Gründerehepaar und die hat diesen Stil eingeführt. Und irgendwie war es so in den Köpfen, wir sind geistlich, wenn wir so auftreten. Das ist irgendwo, die geistliche Frau zieht sich so an. Und ich will das jetzt gar nicht schlecht machen. Zieh dich an, wie du magst. Aber für meine Frau war, weil wir auch aus so einer Vergangenheit kommen, wo es solche Gedanken gab, wo der natürliche Trend dazu ging, 4 Kinder, VW-Bus und irgendwo so im deutschen Mittelstand angekommen. Das muss dir keiner sagen, das ist einfach, du wächst da automatisch rein. Und jetzt sagt Paulus, stopp mal. Was passiert denn, wenn alle Leute so denken? Also wenn alle Leute denken, es ist klug, jede Generation so ein Stückchen auf der sozialen Leiter der Gesellschaft nach oben zu wandern. Was bedeutet das? Na, es bedeutet, was ja auch faktisch passiert ist, dass heutzutage die am meisten unerreichte Schicht der deutschen Bevölkerung der gemeine Berliner Arbeiter ist. Weil den kennen wir nicht mehr. Der geht abends nach Hause, holt sich sein Bier aus dem Kühlschrank, setzt sich vom Fernseher, kuschelt sich an seine Frau und gut ist es. Und wir haben keine Ahnung, wie wir den erreichen sollen. Ich habe eine E-Mail schon vor Jahren von der Marburger Blättermission bekommen. Gibt es irgendeine Idee, wie man Männer grundsätzlich und diese Schicht besonders erreichen kann? Nein, gibt es nicht. Wir haben keinen Zugang mehr. Wir haben uns verabschiedet aus bestimmten Bereichen der Gesellschaft.
sind nicht mehr da. Solltest du das Evangelium hören wollen, rate ich dir zu Prostitution, Drogenmissbrauch. Diese Leute werden massiv evangelisiert. Studentenmission bis zum Abwinken. Ja, also da hast du auch eine gute Chance, das Evangelium zu kriegen. Aber wehe, du gehst in die Lehre. Ganz schwierig. Gibt niemanden, der sich für diese Gruppe einsetzt. In unserem Denken, wenn ich eine Outdoor-Bibelschule mache und ich frage mal rum, was macht ihr eigentlich gerade, ihr lieben Teilnehmer? Die meisten aus gläubigen Familien. Und das soll jetzt nicht negativ sein, das ist einfach nur eine Bestandsaufnahme. 80% machen Abi und sind auf dem Weg zum Studium. Und dann gibt es irgendwo so einen verirrten Krankenpfleger. Ja? Der nicht so richtig weiß, ob er sich outen darf oder nicht, neben den Maschinenbauern und den, ja? Also. Wo kommt das her? Ich glaube, es kommt daher, dass wir etwas ganz Grundsätzliches nicht verstanden haben. Und das möchte ich euch kurz erklären. An dem Ort, wo Gott dich beruft, da gehörst du hin. Und bevor du überlegst, jemand anderes zu werden, bevor du überlegst, dich aus diesem Umfeld, in dem du dich bekehrt hast, da rauszugehen. Und ich rede jetzt nicht davon, dass du Auftragskiller bist und bei der Mafia arbeitest. Da würde ich auch sagen, bitte raus. Und ich rede auch nicht davon, dass du auf den Strich gehst. Da würde ich auch sagen, raus. Aber wenn man jetzt mal so das ganz Normale sich anschaut, bevor du da sagst, ich bewege mich raus. Und es sind gerade auch Leute, die dann denken, sollte ich nicht doch Vollzeitler in Papua-Neuguinea werden? Ja, da kommt dann so eine Werbung von hier vorne, jemand macht dir, wirft so ein paar halbnackte braune Menschen, die unbedingt die Bibel hören wollen, hin. Und junge Leute denken sich, boah, ich muss Missionar werden. Kann sein. Aber vielleicht fangen wir mal da an, wo wir eigentlich schon immer sind. In unserem direkten Umfeld. So, und da sagt Paulus, doch wie der Herr einem jeden zugeteilt hat, wie Gott einem jeden berufen hat, die Lebensumstände, die du hattest, als du Christ geworden bist, so wandle er. Bleib doch erstmal dabei. Und so verordne ich es in allen Gemeinden. Beispiele. Vers 18. Ist jemand beschnitten berufen worden? Also wenn du einen jüdischen Hintergrund hast, so bleibe er bei der Beschneidung. Wörtlich steht da, er soll nicht überziehen. Gemeint ist, er soll die Vorhaut nicht überziehen. In der damaligen Kultur waren beschnittene Männer, die waren nicht so angesehen. Ja? Und das hat man versucht, so ein bisschen zu verstecken. So. Und deswegen gab es eine OP, wie man das so halb rückgängig machen konnte. Das muss eine tierisch schmerzhafte Sache sein. Aber das gab's halt. Und Paulus sagt jetzt, denk nicht drüber nach. Wenn du mit so einem jüdischen Hintergrund, ja, dann bleib dabei. Steh zu dem, was du bist. Und umgekehrt genauso. Wenn du unbeschnitten berufen bist, also wenn du Heide bist, ja, dann glaub nicht, du bist der bessere Christ dadurch, wenn du dich einem sehr schmerzhaften jüdischen Ritual unterziehst. Vergiss es. Also ist jemand unbeschnitten berufen worden, so lasse er sich nicht beschneiden. Warum? Die Beschneidung ist nichts. Das ist ein äußerliches Zeichen. Und das Unbeschnittensein ist nichts. Es spielt vor Gott keine Rolle. Sondern wenn etwas gilt, dann das Halten der Gebote. Die Frage ist, wie du mit Gott lebst. Nicht, was an dir noch dran ist und was nicht mehr dran ist. Vers 20. Wiederholen wir das Prinzip. Jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Spannende Sache. Und wenn ich Sklave bin, bist du als Sklave berufen worden, so lass es dich nicht kümmern. Ich finde das herrlich, ja? Du bist Sklave und Paulus denkt sich wahrscheinlich, ist es für so einen Sklaven schon eine blöde Situation. Auch wenn wir die Sklaven in der Antike nicht vergleichen dürfen mit den Vorstellungen der Sklaverei auf amerikanischen Baumwollplantagen. Das hat man so im Kopf. Der Sklave damals war, obwohl er entrechtet war, er war ein Ding, er war ein Gegenstand, ein Hausgegenstand. Er war trotzdem in der Lage, eigene Entscheidungen zu treffen, Geld zu verdienen, sich frei zu kaufen,
Wir können davon ausgehen, dass die meisten Sklaven mit Anfang 30, dass sie einfach freigelassen wurden. Entweder haben sie selber freigekauft oder man hat sie freigelassen. Es war eine Frage des Prestiges, beziehungsweise ältere Sklaven waren einfach teuer. Und dann war so ein Unkostenfaktor, den musste man dann irgendwann mal so loswerden. So. Ein Drittel der Bevölkerung einer Großstadt der Antike bestand etwa aus Sklaven. Wie gesagt, mit beträchtlichen Freiheiten. Ohne die lief gar nichts. So. Jetzt bist du Sklave. Was machst du? Und Paulus sagt, lass es dich nicht kümmern. Mach dir nichts draus. Denk nicht ständig drüber nach, boah, was könnte ich alles im Reich Gottes erreichen, wenn ich kein Sklave wäre? Ja, was könnte ich alles tun? Paulus sagt, vergiss es. Wenn du Sklave bist, dann wusste das ja Gott in dem Moment, wo er dich berufen hat. Der kannte das ja. Wenn er das anders gewollt hätte, dann hätte er sich drum gekümmert. Also bleib an der Stelle, wo du bist und nutz deine Kontakte genau da, wo du bist für Evangelisation. Wenn du, und jetzt wieder aufpassen, ja, es ist wieder dieses seelsorgerliche Abwägen, wenn du aber frei werden kannst, ohne dass du ständig drüber nachdenken musst, jemand bietet es dir an, mach umso lieber Gebrauch davon. Wenn du eine Chance hast, dein Leben so zu verändern, dass Abhängigkeiten reduziert werden, dass Freiheitsgrade wachsen, dass du mehr wirken kannst für Gottes Reich, na los, dann pack zu. Aber wenn du die Möglichkeit nicht hast, wenn es Zwänge gibt, an denen du gar nichts groß ändern kannst, hey, dann glaube doch daran, dass Gott dich an der Stelle, wo er dich berufen hat, auch verwenden kann. Warum? Vers 22. Denn der als Sklave im Herrn Berufene ist ein Freigelassener des Herrn. Der ist zwar Sklave von Menschen, aber vor Gott, in der Abhängigkeit von Gott, ist er eigentlich ein Freier. Der steht eigenständiger, wertvoller da, als sein Herr, wenn der nicht gläubig ist. Und andersrum, ebenso ist der als Freier Berufene ein Sklave Christi. Ihr seid um einen Preis erkauft. Vorsicht, werdet nicht Sklaven von Menschen. Das ist wieder dieser Gedanke. Wenn du als Sklave berufen bist, werde ruhig frei, wenn du es kannst. Umgekehrt, Vorsicht. Warum willst du dich mit deinem Leben in Abhängigkeiten begeben? Und das sind jetzt zeitliche Abhängigkeiten. Das sind finanzielle Zwänge. Warum willst du dein Leben einengen, sodass du unterm Strich weniger flexibel für Gott bist? Lass das sein. Ich muss, wenn ich sowas immer lese, werdet nicht Sklaven von Menschen, daran denken, wie begeistert manche Leute davon sind, oder ja, so eine außertarifliche Bezahlung zu kriegen. Ja, ich habe AT. So. Für mich hört sich AT immer nach, du kriegst viel Geld, ja, aber dein Leben gehört der Firma an. Ich mag mich irren, es mag Ausnahmen geben, aber im Allgemeinen ist es so, es wird nicht besser. Man macht sich abhängiger. Und dieser Text warnt uns davor, ein Streben zu haben nach einem Lebensstil, der von Menschen gewollt und gewünscht in der Gesellschaft wertgeschätzt und akzeptiert wird, der uns aber in immer größere Zwänge hineintreibt. Und wenn ihr das nicht wollt, ist ein ganz simpler Grundsatz der, Vers 24, worin jeder berufen worden ist, Brüder, darin soll er vor Gott bleiben. Ganz simpel. Schau doch mal, ob der Ort nicht der Ort ist, wo du gut hinpasst. Ich weiß, dass ich hier gegen Windmühlen anrenne, wenn ich das predige, weil der natürliche Trend ist, reicher werden wollen, aufsteigen. Das ist der natürliche Trend, er wird laufen. Wir werden eine komplette Generation in Deutschland nicht erreichen können, weil wir einfach niemanden haben, der in dieser Generation lebt. Das ist so. Und trotzdem will ich zumindest das Richtige predigen. Und das wäre, es ist egal, ob du bei irgendwelchen Billigdiscountern einkaufst oder dir ein Nobel-Label leisten kannst. Es spielt überhaupt keine Rolle vor Gott. Und wenn du der Billig-Discounter-Typ bist, wenn du sagst, ich habe gerade genug, um
was weiß ich, Secondhand mir bei Humana meine Jeans zu kaufen. Dann ist das okay. Dann macht das deine Beziehung vor Gott nicht aus. Ich weiß nicht, ob du das glauben kannst. Dann ist das eine Möglichkeit, in einer Sphäre zu evangelisieren, wo niemand anders, der mit einem Bossanzug und mit einem Hilfinger-T-Shirt vorbeikommt, auch nur eine Stimme hat. Punkt. Vers 25, neues Thema. Über die Jungfrauen. Ach, herrlich, ja? Es gibt so Themen, die sind so weit weg. Das ist so herrlich. Da kann man jetzt einfach ein bisschen über den Text hinwegfliegen. Betrifft fast niemanden. Fast. Also, was ist das Problem? Das Problem ist, die Frage steht im Raum, wie gehe ich, wenn ich verlobt bin, mit meiner Verlobten um? Das ist nämlich die Jungfrau. Also, Verlobter, Verlobte. Und im Hintergrund dieses übergeistlich sein wollen, dieses besonders sein wollen. Und im Raum steht die Frage, ist es eigentlich Sünde, wenn ich jetzt meine Verlobte heirate? Tolle Frage, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Aber wenn die sagen, dass es grundsätzlich besser ist, gar keine Frau zu berühren, also nicht mit einer Frau intim zu werden, dann kann man sich vorstellen, dass der nächste Schritt ist, soll ich überhaupt heiraten? Und jetzt stellt euch eine Gemeinde vor, die sich ernsthaft darüber Gedanken macht, ist Heiraten Sünde? Und du bist verlobt und denkst dir, Backe, ja, hätte ich bloß erst geheiratet, bevor die Frage kommt, aber jetzt steht die Frage im Raum. Und vielleicht bist du ein geistlicher Typ und denkst dir, ja, vielleicht ist es ja wirklich falsch. Ja, vielleicht ist es wirklich so, dass man nicht heiraten sollte. Ganz, ganz schwierige seelsorgerliche Frage. Was mache ich denn? Was sage ich denn solchen Leuten? Sage ich, ach, heirate bloß, ja, ist völlig Wurst, mach nur. Wenn ich genau weiß, dass es Gründe geben kann, ganz praktische Gründe geben kann, ganz praktische Nachteile geben kann, wenn da jemand verheiratet ist. Oder sage ich, nee, also ich bin auch nicht verheiratet, ich bin der Apostel hier, ja, also solltet ihr auch nicht heiraten. Wie mache ich das denn? Und was Paulus jetzt tut, und er tut das sehr ausgiebig und es ist nicht der leichteste Text und ich fliege trotzdem mal drüber, weil er ist nicht der wichtigste Text in der Bibel, zumindest soweit ich das sehen kann. Er versucht, diese beiden Seiten ausgewogen darzustellen. Über die Jungfrauen aber habe ich kein Gebot des Herrn. Es gibt also mal wieder nichts, was wir bei Jesus nachlesen können. Jesus war anscheinend dieses Thema völlig egal. Zumindest ist es nicht aufgeschrieben worden. Ich gebe aber, sagt Paulus, eine Meinung. Das ist kein Gebot. Ihr merkt, er zieht sich wirklich ein Stück zurück. Er möchte in diese Situation hinein nicht autoritativ sagen, so machst du es oder so machst du es nicht. Die Entscheidung bleibt bei dem, der vor der Frage steht, soll ich heiraten oder nicht. Und Paulus wird sich so weit zurückziehen, dass er ihm sagt, egal wie du dich entscheidest, es ist keine Sünde. Ich will dir nur aus einer seelsorgerlichen, pastoralen Sicht, ich will dir nur mal kurz skizzieren, was da alles auf dich zukommt, was Fakten sind, die du berücksichtigen musst, wenn du heiratest. Ich gebe aber eine Meinung als einer, der vom Herrn die Barmherzigkeit empfangen hat, vertrauenswürdig zu sein. Das heißt, das, was er sagt, ist wirklich gut. Ich meine nun, dass dies um der gegenwärtigen Not willen gut ist. So, jetzt merken wir schon, im Raum steht eine gegenwärtige Not. Also was Paulus hier sagt, sagt er nicht absolut. Immer und überall gilt das, was ich jetzt so sage. Sondern er sagt, wir haben einen besonderen Umstand zu berücksichtigen. Wir wissen nicht genau, was die gegenwärtige Not ist. Wir wissen, im Jahr 51 gab es in Korinth eine Hungersnot. Vielleicht sind das noch die Auswirkungen davon. Ich kann es euch aber nicht sagen. Die Korinther wissen natürlich genau, was Paulus meint. Ja, das ist wieder super, nur wir wissen es halt nicht. Es gibt irgendwie eine Not. Lassen wir es einfach ganz allgemein stehen. Klar ist, wenn die Zeiten schwieriger werden, dann ist es besser, allein durchs Leben zu gehen. Das ist die Zeit,
vor effektiven Verhütungsmethoden. Also zumindest, ja, sagen wir es mal so. Das heißt, wenn Heirat, dann hieß das auch Kinder. Übrigens, wenn Kinder, dann hieß das auch hohe Sterblichkeit der Frau. Frauen wurden damals etwa 20 bis 30 Jahre alt. Jede fünfte Schwangerschaft etwa verlief tödlich für die Frau. Das muss man so ein bisschen im Hinterkopf haben, wenn man diese Texte liest, weil wir haben einfach ganz andere Voraussetzungen. Auch wenn wir das Wort Witwe lesen, ja, auch an der Stelle bitte, ja, dann denkt nicht zuerst nur an die grauhaarige Mitsiebzigerin, sondern stellt sie euch ein klein bisschen knackiger und frischer und jünger, so 40 Jahre jünger und ja, so noch ein bisschen drunter. Stellt sie euch mal eher so vor. Das ist die Standardwitwe, von der wir dann reden. Okay, zurück. Es gibt natürlich auch ältere Leute, aber wir müssen das im Blick haben. Viele, viele Leute sind viel jünger gestorben als heute. So, was sagt er? Es gibt eine gegenwärtige Not. Und da sagt er, dass es für einen Menschen gut ist, so zu sein. So, also so zu sein, Klammer auf, wie im Folgenden dargestellt. Bist du an eine Frau gebunden, so suche nicht loszuwerden. Klar, haben wir ja schon gehabt. Wenn du verheiratet bist, lässt du dich nicht scheiden. Bist du frei von einer Frau, so suche keine Frau. Gegenwärtige Not. Der Vorschlag des Apostels ist eine Meinung, es ist kein Gebot, Achtung. Ja? Er sagt, ich würde, wenn die Zeiten so tough sind, jetzt nicht eine Frau suchen. Och, jetzt die Hälfte der Zuhörer in Korinth, denen fällt jetzt die Kinnlade runter, ja. Vor allem denen, gerade den jungen Leuten. Achtung, Vers 28. Wenn du aber doch heiratest, so sündigst du nicht. Merkt ihr was, wie schwierig das manchmal ist, einen Text zu formulieren? Auf der einen Seite zu sagen, es gibt gravierende Gründe dafür, mit dem Heiraten zu warten. Auf der anderen Seite aber auch den Druck rauszunehmen, dass nicht jemand, der jetzt sagt, boah, dann ist das bestimmt, wenn Paulus das schreibt, das muss ja Sünde. Nee, es ist keine Sünde. Du sündigst nicht. Und wenn die Jungfrau heiratet, so sündigt sie nicht. Aber, ja, keine Sünde, und jetzt dreht er wieder zurück, aber solche werden Trübsal für das Fleisch haben. In solchen notvollen Zeiten ist das einfach dann schwieriger. Stell dir eine Hungersnot vor und du hast eine Familie mit drei kleinen Kindern. Viel Spaß. Das wäre viel entspannter, wenn du alleine unterwegs wärst. In den Endzeitreden lesen wir Sachen, dass wenn das Gericht über die Welt kommt, dass der Herr Jesus sagt, betet, dass es nicht im Winter geschehe. Manche Sachen sollten nicht passieren, wenn du gerade kleine Kinder hast, wenn du gerade geschwächt bist. Es gibt manche Ereignisse, die wünschst du dir dann nicht. Ich aber, sagt Paulus, ich schone euch. Was meint er damit? Er sagt, ich gebe euch Tipps, die euch helfen, euer Leben klug einzurichten. Das tut ein guter Seelsorger. Klug. Was heißt klug? Dies aber sage ich, Brüder, die Zeit ist begrenzt. Denkt doch mal nach. Wir werden nicht ewig hier auf der Erde leben. Am Ende von Vers 31 heißt es, denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Die Zeit hier ist begrenzt. Was bedeutet das für uns ganz praktisch? Fast losgelöst davon, ob wir verheiratet sind oder nicht. Ja, überlegen wir mal. Was heißt für uns die Tatsache, dass die Zeit begrenzt ist? Zeit hier, nicht das Wort Chronos, sondern das Wort Kairos. Das ist der Zeitpunkt. Das sind die Möglichkeiten. Das ist das Potenzial, was in der Zeit drinsteckt. Die Möglichkeiten, die du hast, um auf dieser Erde zu wirken, sind begrenzt. Du kannst nicht beliebig lange und beliebig viel tun. Und schon deshalb musst du eine bestimmte Einstellung zu dieser Zeit auf der Erde haben. Diese Zeit darf nicht das Zentrum deiner Existenz sein. Und er sagt ein paar merkwürdige Sachen, die wir richtig verstehen müssen. Aus diesem Punkt heraus, dass uns die Ewigkeit kontrolliert. Wir leben für die Ewigkeit und wir wissen, dass bestimmte Dinge, die wir hier tun, zum Leben dazugehören, aber sie dürfen nicht das Zentrum bilden. Wir sind für etwas anderes auf der Welt.
Und wir werden diese Dinge, die an sich gut sind, wir werden sie ausgewogen balancieren müssen. Dass künftig die, die Frauen haben, seien, als hätten sie keine. Achtung, hier geht es nicht um Zölibat. Es geht darum, dass wenn du verheiratet bist und gläubig bist, du begreifen musst, Ehe ist nicht alles im Leben. Das hatten wir schon. Man zieht sich zurück um des Gebets willen. Da gibt es eine andere Größe im Leben. Es wird Dinge geben, wenn ich eine glückliche Ehe eines Gläubigen vergleiche mit einer gleich glücklichen Ehe eines Ungläubigen, dass man sagt, der Gläubige ist weniger stark von seiner Ehe eingenommen als der Ungläubige. Weil er sagt, ich habe eine höhere Berufung. Für mich gibt es über meiner Frau, über meinem Mann, gibt es Jesus. Und ich lebe von dieser Jesus-Perspektive her, meine Ehe. Und das bedeutet in einem gewissen Sinn, dass wir tatsächlich leben, als hätten wir keinen Ehepartner, obwohl wir einen Ehepartner haben. Das ist verrückt, ja? Unser Leben dreht sich nicht zuerst um Ehe. Unser Leben dreht sich auch nicht zuerst darum, wie wir uns fühlen, ob es uns gerade gut geht oder schlecht. Also wir lassen uns nicht definieren über unsere Gefühlslagen. Vers 30. Und die Weinenden, als weinten sie nicht, und die sich Freuenden, als freuten sie sich nicht. Wir haben mehr, ja? Wir sind nicht die Summe unserer Emotionen. Das stimmt einfach nicht. Wir sind übrigens auch nicht die Summe dessen, was wir besitzen. Ich finde das gut, dass dieser Text heute kommt, wo endlich iPhone 5 ja, vorgestellt wurde. Passt super dazu. Du brauchst iPhone 5 nicht. Gut, hä? Warum? Naja. Und die Kaufenden, als behielten sie es nicht. Schöner Vers, ja. Solltest du irgendeine Sammelleidenschaft haben, irgendetwas, was zu Hause nur rumsteht oder rumliegt und was man gut zu Geld machen kann fürs Reich Gottes, dann empfehle ich dir heute Abend, es zu verkaufen. Weil wir sind Leute, die auf der Erde sind, nicht um das, was wir kaufen, zu behalten. Wir setzen es ein. Es gehört uns eh nicht. Wir sammeln uns nicht nur keine Schätze, sondern wir sind Leute, die dazu berufen sind, das, was wir haben, zu verkaufen, um einen Schatz im Himmel zu haben, indem wir das Geld, was wir dafür kriegen, für das, was wir verkaufen, spenden, Almosen geben. Das ist irre. Es interessiert mich nicht, was diese Welt Neues anzubieten hat. Ja, aber ich brauche doch wenigstens ein Handy oder so. Ich muss doch irgendwie das Zeug benutzen. Stimmt, musst du. Und die Weltnutzenden, ja, klar muss ich das machen. Aber merkst du nicht, dass wenn du Dinge benutzt, dass die Dinge so einen Sog haben und dich aufsaugen, ja, dass es nicht plötzlich nur noch ums Benutzen geht, sondern darum, etwas darzustellen, in zu sein, drin zu sein, es zu verstehen, wo mein Leben anfängt, sich plötzlich um die Dinge zu drehen. Und deswegen sagt der Text, dass die Welt Nutzenden, als benutzten sie sie nicht. Wir brauchen wirklich eine kritische Distanz zu den Dingen dieser Welt. Wir müssen nicht alles kaufen, wir müssen nicht alles benutzen. Manches schon. Ich muss die U-Bahn benutzen. Ja, blöd, ja, es gibt keine christliche U-Bahn in Berlin. Ja, ich benutze die ganz normale U-Bahn. Aber ich muss nicht bei jedem neuen Trend mitmachen. Mein Leben dreht sich um was anderes. Diese Welt ist begrenzt. Ich muss nicht mal verstehen, was iPhone 5 alles kann. Ich muss nicht mal den Artikel im Internet lesen, was es Neues gibt. Warum? Wozu? Wenn du 5 Minuten Zeit hast, bete. Du brauchst es nicht, glaub mir. Und jetzt werde ich vielleicht einem Unrecht hier tun, ja? Vergib mir. Aber alle anderen, ja? Du brauchst es nicht. Du musst noch nicht mal wissen, dass es das gibt. Du kommst nicht dran vorbei, weil ich hab's jetzt gesagt, aber wenn du es nicht gewusst hast bis eben, wenn du mit dem Wort iPhone nichts anfangen kannst, glückselig bist du. Ja, logisch. Wer braucht das? Wir benutzen die Dinge, die wir brauchen.
Aber wir lassen uns davon nicht fangen, wir lassen uns davon nicht absorbieren. Sie beherrschen nicht uns, wir beherrschen sie. Wir sind nicht auf dieser Welt, um Bauhauskataloge zu wälzen. Wir sind nicht auf dieser Welt, um zu wissen, wie viel PS der nächste Fünfer BMW hat. Wir sind nicht auf dieser Welt, um uns, was weiß ich, jede Woche lila Schuhe anzuschauen. Keine Ahnung, was du gerne tust. Mein Problem, okay, ich gebe euch mal mein Ding. Ja. Wir sind auch nicht auf der Welt, um zu schauen, was es an neuer theologischer Fachliteratur gibt. Das betrifft jetzt mal nur mich, glaube ich. Ja, bestcommentaries.com. Haha, da kannst du lesen, sage ich, das macht richtig Spaß. Ja? Aber wer braucht das? Ja, ich brauche, wenn ich wirklich anfange, ein neues Buch zu studieren, dann brauche ich vielleicht mal einen Kommentar, aber vorneweg. Nur um zu wissen, was es gibt. Wen interessiert das? Wir haben so viel Müll im Schädel, so viel unnötiges Wissen. Wir sind so gefangen von Dingen, die zu kleinen und größeren Götzen in unserem Leben werden. Und Paulus sagt, vergiss es, die Gestalt dieser Welt vergeht. Du brauchst das nicht wissen, du brauchst das nicht benutzen, du brauchst das nicht haben, du brauchst dich nicht drum drehen. Ist eh irgendwann vorbei. Irgendwann schaust du zurück und du triffst dich mit Leuten, die haben noch nie ein Handy in der Hand gehalten, weil die haben vor 500 Jahren gelebt und sind zum Glauben gekommen. Haha. Und die sagen, wie, was habt ihr da gemacht? Handy? Ja, die werden euch mitleidig anschauen. Weil sie hatten Zeit, Bibel zu lesen. Sie hatten Zeit, ich beneide manchmal die Typen, die hinter so einem Pflug hergehen. Ja, ich stelle mir das so entspannt vor. Ja, du hast deinen Ochsen vor dir, deinen Pflug und du kannst in Ruhe nachdenken. Ich wünsche mir, das ist Himmel für meine Vorstellung. Ja, in Ruhe einfach so eine Furche ziehen. Ja, du läufst dahinter. Es mag ein bisschen komplexer sein, aber ja, ich habe keine Ahnung. Ja, jetzt sehe ich schon, die schon mal gemacht haben. Aber okay, ich reduziere das Bild auf Fliegenfischen oder auf irgendwas Nettes, ja? Einfach da sitzen und nachdenken können. Boah, ich beneide Leute. Ich meine, ich beneide sie nicht dafür, dass sie einen Zahnarzt hatten, der Werkzeuge verwendet hat, die für mich nach Folterinstrument aussehen. Aber für diesen Aspekt einfach mal Zeit zum Nachdenken. Das müssen wir uns erwirtschaften. Und der Text sagt, erwirtschafte ihn dir. Und Paulus sagt, das ist die Realität. Die Zeit ist begrenzt. Und wenn du über Heiraten nachdenkst, vergiss das nicht. Die Zeit ist begrenzt und du hast einen Job hier zu erledigen. Schau, dass es reinpasst. Paulus sagt nicht, es ist Sünde zu heiraten. Er sagt nur, denk drüber nach. Denk vorher drüber nach. Nicht, dass du nachher sagst, ach, ich habe ja so wenig Zeit, weil ich muss mich ständig um meine Frau kümmern. Ja, das musst du dann. Wenn du Ja sagst vor dieser freundlichen Standesbeamtin, musst du dich auch drum kümmern. Logisch. Aber bevor du Ja sagst, kannst du überlegen, ob du Ja sagst. Und vielleicht sagst du, ich glaube, ich komme ohne aus. Ich glaube, ich kann das schaffen. Ich glaube, ich kann die Zeit, die meine Freunde investieren, um ihre Frauen glücklich zu machen, was ihre Pflicht ist. Ich glaube, ich kann diese Zeit investieren ins Reich Gottes direkt. Paulus sagt, ich will aber, dass ihr ohne Sorge seid. Und damit bringt er zum Ausdruck, ich möchte euch das Leben leicht machen. Ich möchte euch einfach Ratschläge geben, dass ihr eine kluge Entscheidung treffen könnt. Und er sagt, wertneutral, bitte hört das jetzt wertneutral. Er sagt, was passiert denn, wenn du heiratest oder wenn du nicht heiratest? Das ist keine Wertung hier. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefallen möge. Du hast keinen Partner, du lebst dein Leben für Gott. Du kommst mit weniger Geld aus, als wenn du verheiratet bist. Du bist flexibler. Du kannst, wenn du Lust hast und unverheiratet bist, dich heute Abend nach einem Vortrag ins Auto setzen und durch die halbe Republik fahren, nur weil du Spaß dran hast, noch jemanden zu besuchen, der vielleicht deine Hilfe braucht. Der Verheiratete geht nach Hause, weil er weiß, da wartet eine Frau auf ihn. Das ist eine Verantwortung für die Kinder. Ich muss nach Hause. Meine Tochter kommt heute Nacht irgendwann wieder aus Rostock. Ich muss sie noch irgendwo abholen. Das hat der Unverheiratete nicht. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefallen möge. Der Verheiratete aber ist um die Dinge der Welt besorgt, wie er der Frau gefallen möge. Und so ist er geteilt. Keine Wertung, einfach nur eine Beschreibung. Du sagst Ja vor dem Standesamt und ein anderer hat ein Recht darauf, dass du dieses Ja mit Leben füllst. Die unverheiratete Frau und die Jungfrau ist für die Sache des Herrn besorgt, damit sie heilig sei an Leib und Geist mit ihrer ganzen Person.
Die Verheiratete aber ist um die Sache der Welt besorgt, wie sie dem Mann gefallen möge. Ja, eine verheiratete Frau denkt darüber nach, was kann ich tun, damit mein Mann glücklich wird? Wie kann ich ihm gefallen? Und das werden Gedanken sein, die wird sie denken. Und da wird ein Leben rauskommen, selbst wenn ich sage, unser Leben dreht sich nicht 100% nur um Ehe, du bist geteilt. Es ist einfach nur eine seelsorgerliche Feststellung. Wenn du Ja sagst, musst du dich um deinen Partner kümmern. Dies aber sage ich zu eurem Nutzen, nicht um euch eine Schlinge überzuwerfen. Es geht Paulus nicht darum, wenn er das formuliert, weil man das so leicht falsch verstehen kann. Man kann so schnell verstehen, da ist eine Wertung drin versteckt. Nein, er sagt, ich will euch nicht fangen. Ich will euch nicht in eurer Freiheit einschränken. Ich sage euch das ausschließlich zu eurem Nutzen. Ich sage euch das, damit ihr ehrbar und beständig und ohne Ablenkung beim Herrn bleibt. Dass ihr versteht, euer Leben dreht sich um den Herrn und um diese eine Beziehung. Und egal, welche Entscheidung ihr trefft, egal, wenn es darum geht, was du dir kaufst, wie du mit deinen Emotionen umgehst, wen du heiratest, es sind alles Entscheidungen, die dein Leben betreffen werden und die in irgendeiner Weise dazu beitragen werden, dass es dir mehr oder weniger leicht fällt, mit Gott zu leben. Und Paulus ahnt schon, dass wenn er das schreibt, es wieder übergeistliche Christen gibt, die sagen, na ist doch klar, er traut sich's nicht genau zu sagen, aber in Wirklichkeit meint er, wir sollen nicht heiraten. Vielleicht kennt ihr den Spruch, junge Christen sind Extremisten. Die verstehen immer das, was man nicht wirklich sagen will. Und er hier will wirklich ausgewogen bleiben. Deswegen Vers 36, wenn aber jemand denkt, er handle ungeziemend mit seiner Jungfrau. Ungeziemend heißt so viel wie unschicklich, unanständig. Also wenn jemand denkt, es ist falsch, wenn ich meine Verlobte heirate. Also wenn jemand denkt, er handle ungeziemend mit seiner Jungfrau, wenn er oder sie schön in der Vollkraft steht. Das heißt eigentlich, wenn jemand überreif ist. Also ihr müsst euch vorstellen, ja, du nimmst so einen Pfirsich und lässt den so richtig liegen, ja, und der ist so richtig saftig. So, also wenn du bist in so einem Zustand, wo du sagst, also jetzt wäre es wirklich langsam Zeit, dass wir heiraten. So. Und es muss so geschehen, das muss ich übersetzen, frei übersetzt mit, und es ist das Richtige. Ja, also wenn du denkst, ich kann eigentlich vor Gefühl und Emotion und Hormonen nicht mehr, ja, das kommt aus jeder Pore und ich möchte sie endlich heiraten. Bei uns war das so. Ja, wir waren, bevor wir uns bekehrt haben, schon 3 Jahre zusammen, dann haben wir uns bekehrt, haben dann 2 Jahre Verzicht gehabt auf alles, was wir vorher schon hatten, so körperlich. Und nach 2 Jahren dachte ich, jetzt wird es wirklich langsam Zeit. Ja, das wurde nicht mehr leichter. So, und wenn das so ist, ja, dann so tue er, was er will. Er sündigt nicht, die sollen heiraten. Ja, wenn du so ein Typ bist, der sagt, ey, ich werde langsam hier zur wandelnden Zeitbombe, dann heiraten. Wer aber in seinem Herzen feststeht, also wenn du Überzeugungen hast an der Stelle und keine Not, das heißt, du bist in der Lage, mit dieser sexuellen Spannung richtig umzugehen. Es fällt dir leicht, ohne Partner auszukommen. Sondern Macht hat über seinen Willen. Da ist niemand, der dich unter Druck setzt. Wir müssen ja auch über eine Gesellschaft nachdenken, wo Leute verheiratet wurden. Ein Sklave wurde verheiratet. Der konnte sich das womöglich nicht aussuchen. Aber wenn du sagst, ich weiß, was ich will, ich habe keine Not und ich habe die Möglichkeit, selber darüber zu bestimmen und dies in seinem Herzen beschlossen hat, seine Jungfrau zu bewahren, sprich aus dieser Position sagt, ich möchte nicht heiraten. Es erscheint mir unweise, jetzt zu heiraten. Der handelt klug. Einfach nur klug. Das heißt nicht richtig, es heißt klug. Das ist nicht eine ethische Entscheidung, der eine sündigt, der andere sündigt. Das ist einfach eine kluge Entscheidung. Wenn ich die Möglichkeit habe, so ein Leben zu leben. Ich weiß nicht, ob Leute von euch Markus Wesch kennen. Vielleicht, ja. Das ist einer so der bestaussehendsten Singles, die, glaube ich, noch so zu haben sind. Aber ich bin
total begeistert. Du schaust, ist er inzwischen verheiratet? Weiß jemand was? Ah, ja, okay. Wer? Wer ist verwandt mit ihm? Nicht, noch nicht, okay, ja. Und das ist immer so erstaunlich, oder? Also, und ich habe mal mit ihm darüber gesprochen, meine, warum hast du nicht geheiratet? Und seine Einstellung war, hey, ich kann alleine viel mehr erreichen. So, das hat mich, also das fand ich total toll, weil irre. Natürlich kann der viel mehr erreichen. Logisch. Weil er alleine ist. Weil er seine Gaben als Referent einfach, ich sag mal, in einem Maß ausreizen kann, wo jeder, der verheiratet wäre, es einfach nicht könnte. Wahnsinn. Mich beeindruckt das, dass das eine Option ist. Das ist so eine selten gelebte Option. Aber wenn das jemand tut, das ist wirklich klug. Also wer seine Jungfrau heiratet, handelt klug und wer sie nicht heiratet, wird besser handeln. Paulus bleibt Paulus, ja? Er sagt, das eine ist gut, das andere ist, Achtung, um der gegenwärtigen Not willen besser. Eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt. Und jetzt kommt ein schöner Vers. Wenn aber der Mann entschlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, an wen sie will. Den Vers brauche ich auf jeder Outdoor-Bibelschule, weil natürlich immer die Frage kommt, hat Gott für mich den einen Ehepartner? Gibt es den einen, auf den ich warten muss? Und die Antwort lautet, nein. Und das ist mein Vers. Du kannst heiraten, wen du willst. Und das ist auch sehr beruhigend, denn wenn es genau den einen Partner gäbe, und jetzt stell dir mal vor, das wäre jemand, der am anderen Ende der Welt lebt und du findest ihn nicht. Ja, junger, gläubiger Mann auf einer Südseeinsel mit so einem Knochen in der Nase. Stell dir vor, den hätte Gott für dich. Boah, du suchst ein Leben lang und kommst nie auf die Insel. Das wäre fies. Außerdem wäre es fies, weil wenn einer mal daneben greift und den wegheiratet, der für jemand anders bestimmt war, dann hat er ja auch niemanden mehr. Ja? Das geht ganz schnell nicht mehr auf. Und der Text sagt, du kannst heiraten, wen du willst. Schön, oder? Heirate, wen du willst. Achtung! Nur im Herrn muss es geschehen. Das heißt, die Sphäre, in der deine Ehe geschlossen wird, ist der Herr Jesus. Wenn du jemanden heiratest, dann heirate jemanden, plattgesprochen, der Christ ist, der auch im Herrn ist, der mit dir eintritt in einen Lebensstil, der von denselben Werten, denselben Prioritäten, derselben Leidenschaft für das Reich Gottes, derselben Zuneigung zum Herrn Jesus geprägt ist. Heirate einen Christen. Aber wen du da heiratest, mach wie du willst. Achte drauf, dass es ein Christ ist. Und wenn du noch ein paar mehr Ratschläge haben willst, kannst du mich danach nochmal fragen. Aber zum Großen und Ganzen ist das die Linie. Heirate, wen du willst. Glückseliger ist sie aber, wenn sie so bleibt, im Sinne von unverheiratet, nach meiner Meinung. Also fragst du Paulus, wie ist deine Meinung? Dann sagt er, naja, ich habe eine leichte Präferenz um der gegenwärtigen Not willen für unverheiratet sein. Wenn ihr aber heiratet, keine Sünde. Aber wenn ihr es tut, bitte passt auf. Ja? Zum einen, die Zeit ist begrenzt, ihr könnt nicht ewig lang dienen. Die Möglichkeiten, euer Leben für den Herrn einzusetzen, sind limitiert. Und außerdem, wenn du ja sagst, dann musst du dich auch um deinen Partner kümmern. Dann ist das nicht so ein Spielchen, so nach dem Motto, ich habe dich zwar geheiratet, aber ansonsten dreht sich mein Leben nur um Gemeinde. Das geht nicht. Das geht definitiv nicht. Du bist geteilt. Und bitte nimm das ernst. Du kannst heiraten, wen du willst, aber achte drauf, es soll im Herrn geschehen. So ausgewogen findet Seelsorge statt. Und diese Seelsorge findet statt in einer Gemeindesituation, wo es Leute gibt, die Frage ernsthaft gestellt haben, ist es eigentlich gut, überhaupt noch für einen Menschen eine Frau zu berühren, mit ihr zu schlafen? Und Paulus sagt, ja. Und wenn ihr, lieben Extremisten, das nicht glauben wollt, ich denke aber, am Ende von Vers 40, ich denke aber, dass auch ich Gottes Geist habe. Also Paulus sagt, Freunde, ich weiß auch, wo es lang geht. Und das ist meine apostolische Meinung. Punkt. Amen.